Hallo. 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 Ah, können Sie? Genau, Trevi. Sehr schön. Trevi. Alles sei genießt. Wie auch kennst du? Wenn wir auch schon was zu saufen hätten, das wäre auch schön. Ja. Durst. Oh, das dauert ja. Kennt ihr den Satz mit Oberlicht? Nö. Nö. Man kriegt ja gar nichts zu saufen, ob das am Ufer liegt. Boah, das dauert ja ewig, ja. Hallo, bin ich schon beim Seminar oder bei der Umschulung oder macht ihr hier einen Entziehungskurs mit uns? Na, endlich. Was hast du eigentlich für einen Nebenjob? Ich hab doch gar keinen Nebenjob. Ich dachte bloß, weil man dich eine halbe Stunde nicht gesehen hat. Was trinkst denn du? Ich nehme heute mal ein Warsteiner. Und du? Ein Jäger. Und du, wie immer, brauchst du jetzt? Sag mal, was schniefst denn du so? Hast du Polypen? Nee, nur das, was in der Karte steht. Nee, ich trinke meine Cola. Hä? Seit wann trinkst du Cola? Nee, wenn ihr kein Bier trinkt, brauchst du auch keins trinken. Sag mal, hast du Hämorrhoiden oder was? Nee, hab ich doch gesagt, nur das, was in der Karte steht. Hier liegt aber doch keine Karte, du Platsch. Ich hab gelast. Was hast denn du da im Angebot? Was willst du haben? Naja, Schnitzel oder Bauernfrühstück? Wir haben bloß Soljanka. Na dann sag es doch gleich, du Platsch. Bring richtige Brühe ran. Milchstein mit Geschmacksverstärker. Vitamine sind gesund. Danke. Danke. Ja, Prost. Also ewig bleibe ich heute nicht. Ich muss jetzt noch zur Vergewaltigung, wegen der Dose. Hä? Zur Verwaltung, wegen meiner Steckdose. Lass dich mal schmecken. Oh! Dankeschön und schönen Gruß an die Köchin. Bitte lass doch schmecken. Danke. Guten Appetit. Also, sag mal, an der Soljanka, da fehlt was. Das kann nicht sein, Mensch. Wir haben alles reingetan, was in der Küche zu finden war. So eine Frechheit. Ich möchte sofort den Chefkoch sprechen. Das geht leider nicht. Er ist gerade nach Haus zum Mittagessen. Jetzt sehe ich wie eine Sau aus. Und bekleckert hast du dich auch noch. Mensch, gerade wollte ich deine Toilette loben. Wieso? Weil dort keine Fliegen sind. Es ist kein Wunder. Es ist Mittagszeit. Die sind alle in der Küche. Du sag mal, ich hab gehört, dein Auto ist kaputt. Was? Dein Auto kaputt? Ja, ich bin die Straße lang gefahren. Auf einmal hat es mörderisch gequietscht, blieb die Karre stehen und nichts ging mehr. Das kann nur am Öl liegen. So ein Blödsinn, war da gar keins drin. Ist ja nicht egal. Fruchtalarm! Fruchtalarm! Oh. Was trinkst du denn zu hier Komisches? Schnaps mit Zucker. Das darf man aber nicht machen. Zucker ist ungesund. Onkel? Ja? Wir haben gestern Fußball gespielt. Ja? Sind wenigstens zwei Tore gefallen? Nee, die beiden stehen noch. Ja gut, hast ja recht. Ich zieh mal bei der Jacke aus. Guck mal. Mein ehemaliger Chef.
Ja. Und wo hast du da gearbeitet? Bei VW. Am Band? Nee, wir durften da frei rumlöwen. Und? Warum bist du entlassen worden? Das weiß ich bis heute noch nicht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Eben, deswegen. Naja, da hast du wenigstens Zeit jetzt für deinen Lieblingssport. Einarmiges Reisen in der Halbliterklasse. Angriff! Angriff! Komm, wir gehen. Aber jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt kannst du dir dein Zeug wieder abräumen. Und? Hat's wenigstens geschmeckt? Ich habe schon mal besser gegessen. Aber nicht bei uns. Also Leute gibt's. Das war der Hansi. Der musste nach Hause gehen. Die Mutti hat angerufen. Mittagessen steht schon auf dem Tisch. Ist hier noch ein Platz frei? Ist hier noch ein Platz frei? Ja, bitte. Setzen Sie sich hin. Schön, dass ich sehe. Also, das ist eigentlich eine ganz hübsche Frau. Da würde ich alles bieten. Ich fress meinen Besen. Ein Auto, schöne Wohnung, Reisen. Du und Reisen? Komm, ich flieg jedes Jahr in den Süden. Gaffenbach. Norwegen. So, so, im Süden, Norwegen. Ja, der Süden ist herrlich und warm und schön. Hast du in Norwegen schon die Fjorde auch mal gesehen? Fjord, was? Fjorde. Ach, Fjorde. Ja, ja, die sind aber ganz selten, weil die sind total scheu. Und? Willst du der Dame was ausgeben? Du bist eine Schnecke. Findest du? Ja, weil du eine riesengroße Schleimspur hinter dir herziehst. Und außerdem warte ich ja auf meinen Freund. Schon seit 2 Uhr, jetzt ist es 5. Wann war er denn verabredet? Um 10. Du übrigens, mein Opa, der ist 80 Jahre alt und macht trotzdem jeden Morgen seine 1000 Meter Jogging. Donnerwetter. 1000 Meter? Ja. Und was macht er nachmittags? Mit da macht er sich auf dem Heimweg. Apropos dein Opa, ich habe deine Frau vorige Woche gesehen, die hat aber tolle Klamotten. Wo hat sie das Geld her? Das verdient sie sich nebenbei, beim Flicken. Das ist doch flabelhaft. Warum sagst denn du flabelhaft? Na, du hast auch beim Flicken gesagt. Aber mit deiner Schwiegermutter, ich hab gehört, die ist gestorben. Ja, die ist gestorben. Dann stimmt es. An was ist die gestorben? Hä? An einem Donnerstag. Na Mensch, ich will doch wissen, was sie gehabt hat. Ach so, was sie gehabt hat? Ein Sessel, eine Kommode, einen alten Spiegel und... Mensch, ich will wissen, was ihr gefehlt hat. Oh, was hat denn da gefehlt? Geld, wie jeden. Du begreifst das immer noch nicht. Ich möchte gerne die Todesursache wissen. Ach, die Todesursache? Grüne Klöße. Was? Grüne Klöße? Ja. Erklär ich dir, pass auf. Die wollte in den Keller gehen, wollte Kartoffeln holen, rutscht auf der Kellertreppe aus, auf dem Hinterkopf. Exitus. Und was habt ihr denn gemacht? Makroni.
Oh, so mächtig gekracht. Scheiße. Wenn gehört das graue Auto, was da draußen steht? Hast du gehört? Das blaue Auto. Das war vielleicht deins. Der hat doch nicht gemeint blaues, sondern graues Auto. Ach so. Ein graues Auto? Und? Ist denn viel passiert? Ich fürchte mal Totalschaden. Wie komm ich denn da jetzt heben?